zwei Augen. Ich werde in der großen Halle nachsehen. Verstanden. Also wieder zurück in die große Halle. Oh, da hinten ist noch eine Münze, die nehme ich gleich noch mit, bevor ich die vergesse. So, ein Char mit einem Auge. Versuche mich gerade irgendwie zu erinnern, ob es irgendwo mal einen gab. Wir müssen uns zusammentun. Sonst nehmen die uns alles weg, was wir haben. War es schon immer. Er hat Glück, dass Todbringer ihn nicht auf der Stelle von euch hat hinrichten lassen. Das könnte er noch immer versuchen. Was würdet ihr tun, wenn er euch den Befehl gäbe? Wen würdet ihr wählen? Ich sehe niemanden, auf den die Beschreibung des Primus passt. Aber da ist Kretia. Ridlock, ihr kennt sie am besten. Sollte ich ihr jetzt sagen, was wir vorhaben? Oder später? Wie ihr es auch macht, sie wird es nicht mögen. Entscheidet selbst, Kommandeur. Ridlock zurückrufen, ruft Ridlock zurück, um Alternativen zu besprechen, in denen Kretia euch nicht ermordet. Mit? Okay, gehen wir mal zu Kretia. Warum sollte mich Kretia jetzt nochmal ermorden? Rilland, ihr habt gut gekämpft. Gut zu sehen, dass ihr endlich aus einem Schatten tretet. Ich bin nicht er. Ich weiß, mein eigener Erzeuger war... Nein, ich meine, ich bin nicht euer Junges. Ich bin der Kommandeur. Kretia, die Abtrünnigen sind hier. Jetzt! Ephra meint, sie planen etwas ganz Großes. Vermutlich bleibt uns nicht viel Zeit. Ich sollte euch die Kehle aufreißen. Abtrünnige, ganz sicher? Sie hatten es auf die Jungen im Farrar abgesehen. Ich bin der Spur hierher gefolgt, aber sie ist schon erkaltet. Die Wache an der Tür gehört zu meinen Leuten. Sprecht mit ihm. Er hat jeden gesehen, der hier hinein und hinausgegangen ist. Die anderen versetzen wir in höchste Alarmbereitschaft. Versucht nichts zu unternehmen, von dem ihr denkt, dass Brimstone es tun würde. Als ob jetzt schon wieder eine hier. Ach komm. Nö. So, Mr. Bruchstein. Was ist hier los? Soldat, ich suche einen Char mit weißem Pelz, rostigen Flecken, nur ein Auge. Ich habe ihn gesehen. Ist vor wenigen Minuten mit ein paar Freunden gegangen. Sagt er etwas von den Asura besuchen? Welchen Asura? Den, der uns oben bei den Höfen bei unserem Problem mit den Käfern geholfen hat. Kam mit Brimstone her. Gorik, bitte komm. Ihr habt Ärger vor euch. Gorik! Kommandeur? Ja, ich bin's. Wie habt ihr... Ich habe euch gebeten, den Kanal freizuhalten. Wisst ihr noch? Ich höre alles. Wo seid ihr? Eine Art Bibliothek. Oder was man hier darunter eben versteht. Nicht eine einzige wissenschaftliche Arbeit. Bloß ein paar Karten und Bücher über Kriegsführung. Geht, hört euch das an. Ein Char, eine Zukunft. Von Walen Schreibklinge. Packend. Das ist nicht die Bibliothek. Das ist das Lagezentrum. Bangas Schreibstube ist auf der anderen Seite des Gangs. Ich wurde von ein paar Char, gebeten, hierher zu kommen. Dann haben sie mein Datenpad konfisziert. Warum habt ihr uns nicht gerufen? Vielleicht, weil ich von zwei übergroßen Flokatis eskortiert wurde. Was zur Hölle ist das? Welcher von euch Idioten hat vergessen, ihn zu durchsuchen? Hey, nein, das ist mein... Zerstört es! Gorik! Geht! Ach, den kann man nix machen lassen. Schlimm, schlimm, schlimm. Also, retten wir Gorik. Irgendwie wieder so rum.
habt wirklich eine epische Aufführung verpasst. Was auf jeden Fall verwirrend ist, dass die Soldaten von der Blutlegion die Synchronstimme von Braham haben. Und zwar jeder. Oder fast jeder. Das ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. So, hier geht's in die nächste Instanz. Und zwar tiefer und tiefer. Ihnen im Schlaf die Kehlen durchschneiden. Wir haben Befehl, uns nicht zu rühren. Die Dinge hier im Auge zu behalten. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Er hat noch für Gleichgewicht zu sorgen. Ich war mir sicher, auf diesem Datenpad wären Infos über Ihren Drachen. Aber da sind bloß Zeichnungen von toten Spinnen. Hunderte davon. Warum sind sie so detailliert? Wenn ihr Interesse an meiner Postmortem-Forschung über die Luminella Cadentes hättet, wäre ich überglücklich, euch... Schnauzeratte! Au! Was die alle nur mit unserem Drachen haben. Naja, wir sind jetzt die, die einen Drachen als Verbündeten haben. Jetzt will den natürlich jeder haben. So. Centurio Stahlfänger. Mit euch hätte ich hier nicht gerechnet. Macht die Tür auf, Soldatin. Aber meine Befehle lauten, ihr verschwendet meine Zeit. Tretet die Tür auf. Konfrontiert die Gorix. Was ist denn hier los? Konfrontiert Gorix Hescher. So. Ich dachte, ihr solltet die Expedition gemeinsam mit Imperator Todbringer anführen. Expedition? Wer hat euch das gesagt? Das wart ihr. Was ist so lustig? Verzeiht, ich vergaß, dass ihr diesen Norn unter den Tisch gesoffen habt. Kein Wunder, dass er sich an nichts erinnert. Alles ist vorbereitet. Die anderen sind schon unterwegs zum Treffpunkt. Aber ihr solltet euch beeilen. Todbringer wird nicht warten. Nicht mal auf euch. Wir kümmern uns um den Asura. Oh, den Göttern sei Dank. Moment, nein! Wie bitte? Erwartet ihr, dass ich einen wichtigen Gefangenen untergebenen überlasse? Aus dem Weg. Der Asura steht unter meinem Schutz. Kopf gestiegen. Ihr hört euch langsam an wie euer Erzeuger. Wir erledigen die Ratte. Kommandeur, mein Datenpad! Mhm. Na dann, kommt mal her. Oh, jetzt fielen sie mich weg. Diese Rose hat Dornen. Einen Treffer für mich. Okay, dafür gab es einen Erfolg. Unmaskierter Kampf. Lasst während eurer heimlichen Mission in Kapitel 4 eure Tarnung auffliegen und rettet auf die gute alte Ort mit euren Fäusten. Ja. Verlasst das Gebiet mit Gorik. Okay, komm mit. Und die Tarnung ist immer noch da. Danke, Kommandeur. Diese Art von, Situation liegt weit außerhalb meiner Fachkenntnisse. Nur ein kleines bisschen. Seid ihr in Ordnung? Sie haben mich ständig nach Orin gefragt. Nach ihren Schwächen. Ob ich dachte, sie könne nach Kral-Katorik noch einen Altdrachen besiegen. Geht und sucht Cass. Sie wird euch beschützen. Ich muss Kretia erzählen, was hier passiert ist. Und danke, dass ihr an das Datenpad gedacht habt. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, diese Exemplare zu zeichnen. Gorik, geht. Jawohl, damit ist tiefer und tiefer auch schon wieder abgeschlossen. Wie hübsch. Und wir gehen wieder in Richtung Grottmatal. Und suchen uns wieder Kretia raus, die immer noch in dem Lager da steht, in dem Versammlungspavillon. Was macht ihr hier? Ja, und irgendwie wirkt so, wie wenn zum Beispiel die Flammenlegion doch irgendwie Probleme hat, oder es ist ein irgendwie
Ja, ein Bund, der sich irgendwie da draus geschlossen hat aus allen Legionen. Irgendwer hat ein Problem mit dem Kommandeur, mit uns und mit unseren Leuten. Und sie wollen natürlich unbedingt den Drachen haben. Ich denke, ich weiß, wo Rilan steckt. Und ich glaube, er ist... Kommandeur, Todbringer ist aufgebrochen. Malises Spione sagen, er habe sich davongeschlichen und sei unterwegs in die Berge westlich der Blutwerke. Sieht aus, als hätten mehrere Dutzend Trupps das Gleiche getan. Mehrere Dutzend? Aus sämtlichen Legionen. Alle schwer bewaffnet. Ridlocks Sohn ist unter ihnen. Was? Es kommt noch schlimmer. Sie arbeiten mit den Abtrünnigen zusammen. Ich bin gerade unterwegs, um Chrissia zu informieren. Sie ist auch fort. Bangar hinterher. Und sie sah besorgt aus. Ihr könnt sie vermutlich einholen, wenn ihr euch beeilt. Wir treffen uns am Durchgang zum Pass, Kommandeur. Bin schon unterwegs. Komm mit Brain und die anderen Imperatoren zusammen. Ich lasse euch wissen, wo wir uns treffen. Auf Außenseite würde ich mal sagen, Malice gebe eine prima Kanu an. Keiner hat eine Chance gegen alles wird sein, dieses Drachenland. Alles klar. Schon manchmal blöd, wenn man sich nicht bewegen kann, ohne dass wieder ein neuer Dialog getriggert wird. Vor allem, wenn man gerade die Story-Dialoge hat, echt bescheuert. Aber gut, schauen wir, dass wir zu Ridlock kommen. Bier wie meins habt ihr noch nie getrunken. Schöne Stechen, schneiden, packen. Wahnsinn. Also... Okay, wir müssen da hin. Jetzt mehr als nur Worte, Kree. Er hat die Abtrünnigen ins Spiel gebracht. Sie propagieren diesen Hass auf andere Völker. Schaffen Unterstützung für irgendetwas Großes. Hat Bangor euch gesagt, wohin er wollte? Er ist immer noch unser Imperator. Es behagt mir nicht, wenn er von einem Haufen bewaffneter Kämpfer verfolgt wird. Nun, das ist dann wohl ein Nein. Er sagte, er hielte eine Versammlung für seine engsten Anhänger ab. Rilland. Darf ich wenigstens annehmen, dass euer Junges aufzuhalten etwas ist, worauf ihr euch beide einigen könnt? Los, Kree! Lasst uns gehen. Jawohl, weiter geht's mit Waffenwettlauf. Neues. Sieht nach einem schlimmen Sturm aus. Normalerweise kommen sie nicht so weit aus den Bergen herunter. Die Kälte macht uns nur noch langsamer. Okay, na dann, kommt mal mit. Wir haben einmal eine Unterkühlung. Kalte Temperaturen haben eure Bewegungsgeschwindigkeit verlangsamt. In dieser Region der Zittergipfel ist es für Reittiere zu kalt. Oha. Reittiere sind in diesem Gebiet deaktiviert. Okay, ja, ist klar. Wenn es zu kalt ist für die. Vielleicht gibt es ja in Zukunft ein Reittier, das hier nicht friert. Habt ihr irgendeine Ahnung, wohin Bangar wollen könnte? Dieser Pass führt nur hinauf in die Zittergipfel. Versorgungsweg der Wachsamen. Jetzt wisst ihr, wie sich das anfühlt. Was? Ausgeschlossen zu werden. Aus seinem Vertrauenskreis herausgestrichen zu werden. Einfach so. Was habt ihr denn getan? Was habt ihr gesagt? Ich weiß es nicht. Loyalste Unterstützer, meine Fresse. Die mit den größten Selbstmordabsichten schon eher. Und nicht nur von der Blutlegion. Trupps von Asche, Eisen, der Flamme... Charisma hatte er schon immer. Das muss man ihm lassen.
So, bleiben wir mal kurz stehen, weil da vorne ist schon wieder unser Ziel. Nicht, dass wir mittendrin einen Dialog abbrechen. Das sieht jetzt aber weniger danach aus, von dem her. Schauen wir mal, was passiert. Das hört sich nicht gut an. Pass auf! Sind alle wohl auf? Ja, schon. Muss das Gewicht von all dem Schnee gewesen sein. Bleibt in Bewegung! Sind diese Elementare im Eis gefangen? Sie sind früher manchmal aus den Bergen herabgekommen, als wir noch im Farrar waren. Ich erinnere mich. Ganz wie in alten Zeiten. Oh. Das ist eine Feuerstelle. Bangas Anhänger müssen hier gehalten haben, ehe sie weiter hochgegangen sind. Jerry, könnt ihr mich hören? Wir kommen gerade die Schlucht hinauf. Wie weit seid ihr hinter uns? Kommandeur? Nicht verstanden! Störungen durch den Sturm. Wir sollten dieses Feuer entzünden. Den anderen unseren Standort anzeigen. Ich werde es tun. Aber seid lieber bereit. Ich kann die Elementare spüren. Sie fangen schon an zu schmelzen. Okay. Information! Für die Legion. Wenn das so läuft wie in den Fraktalen, dann wollen die natürlich das Feuer irgendwie wieder ausbekommen. Los. Danke. Wir sind ganz in der Nähe. Ihr seid die Auserwählten. Diejenigen, die tapfer genug sind, die Wahrheit darüber zu sehen, wo wir heute stehen. Okay. Man hört hier Bangas Durchsage. Was war das? Das klang wie Sprengstoff der Eisenlegion. Kommt! Schauen wir mal kurz, ob wir... Sag, da geht's gar nicht weiter. Doch. Ja, lassen wir mal. Ich hoffe, man hört die Stimme von Bonga gerade. Das ist ein bisschen leise. Ich hoffe, in der Aufnahme passt es einigermaßen. Da ist einiges los. Da draußen lauert eine ganze Welt und will uns am Boden halten. Und wisst ihr, was wir an ihrer Seite haben? Einen Eid. Das Leland. Und Brahams Bogen. Das eine weiß ich. Lasst ihn die Oberhand und sie werden sich früher oder später gegen uns erheben. Wollt ihr das? Wollt ihr, dass jemand anderes über unsere Zukunft bestimmt? Dann ist jetzt die Zeit für Gleichgewicht gekommen. Los! Okay. Sie haben die Brücke in die Luft gejagt. Ich darf sie nicht verlieren. Wartet, ich spüre... Hinter uns! Elementar? Das ist ein Eiskonstrukt. Wen interessiert das?
Wir müssen hinter Rieland her. Und Banga. Ridlock, wenn dieses Ding runter zur Feste gelangt und zum Parar. Verdammt! Okay. Das ist doch jetzt das Vieh aus dieser Angriffsmission oder so. Oder Strike Mission oder was auch immer. Ja, allerdings in stark abgeschwächter. Ja, alle in stark abgeschwächt, so meine ich. Zumindest war es im Trailer ja die Ankündigung für die Strike Missions. Wir müssen weiter! Müssen sie einholen! Aufhalten! So, Zug Land. Bezwingt das Eiskonstrukt innerhalb des Zeitlimits. Okay. So, wo müssen wir denn hin? Ich fliege hier nämlich gleich um. Folgt den Fackeln und zieht euch ins Basislager zurück. Oh. Das wird knapp. Kann mir irgendjemand aufheben? Ridlock, Grizia, irgendwer? Ich brauche Hilfe! Leider zu spät gecheckt, wo es hingeht. Ich habe auch nicht auf die Karte geschaut. Weiter. Okay. Jawohl, also Ranga und die ganze Gefolgschaft will also Arin haben für sich als Waffe. Würde ich jetzt mal schätzen. Oder sie wollen Arin an sich erledigen? Nee, ich würde eher auf Ersteres tippen. Von mir aus kann's losgehen. Kommandeur, wir haben euer Signalfeuer gefunden. Wo ist Banga? Hat seine Anhänger tiefer in die Zittergipfel geführt. Mit eurem Bogen. Was? Nein. Rieland hat mich reingelegt? Er ist nicht er selbst. Man treibt sein Spiel mit ihm. Genau wie mit den anderen. Er sagte, er sei hinter einem Drachen her. Wir müssen Orin finden. Sie warnen. Nicht Orin. Ihr macht wohl Scherze. Er glaubt, er kann... Für Gleichgewicht sorgen. Banga will seinen eigenen Altdrachen. Es ist eine Selbstmordmission. Wusste ich's doch, dass er etwas vorhatte. Hätte allerdings nie gedacht, dass er die Versammlung nutzen würde, um unsere Soldaten abzuwerben. Die Abtrünnigen arbeiten schon eine ganze Weile daran. Anscheinend auf Bangas Befehl. Ich hätte das kommen sehen müssen. Er brauchte nur alle Legionen zur selben Zeit an derselben Stelle. Ephraim. Niemand gibt euch die Schuld, wenn er wirklich hinter Jormark her ist. Sobald wir uns einen Weg durch den Sturm gebahnt haben, nehmen wir ihre Spur auf. Und wenn mit Banga nicht vernünftig zu reden ist, dann vielleicht mit Rieland. Rieland. Wir holen ihn zurück, Ridlock. Versprochen. Okay, macht Sinn. Also die sind hinter Jormark her. Logischerweise. Nicht hinter Aurin. Wie außerordentlich befriedigend. Damit haben wir Waffenwettlauf abgeschlossen und auch schon den Prolog durch Blut gebunden. Quatschen wir mal noch mit den einzelnen Leuten hier. Fangen wir mit Ridlock an. Ich wusste ja, dass Banga ein Problem mit mir hat, aber mit Grizia? Sieht ihm gar nicht ähnlich, sie zurückzulassen. Ich glaube, Grizia würde dem zustimmen. Irgendwas fühlt sich komisch an. Wir dürfen Banga nicht unterschätzen, Kommandeur. Er hatte schon früher verrückte Ideen und sie haben funktioniert. Er hat sich eine militärische Karriere darauf aufgebaut. Glaubt ihr, es könnte ihm gelingen, Jormaks Kraft zu nutzen? Macht ihr Witze? Er hat viel mehr abgebissen, als er kauen kann.
aber er ist sich nicht zu schade, andere zu zwingen, es hinunterzuschlucken. Ihr denkt gefährliche Gedanken. Ihr habt ihn gehört. Das hier ist ein Wettrüsten und er fühlt sich gerade wie ein in die Enge getriebenes Tier. Wir brauchen Bangor nicht gegen uns. Seine Feinde kann man sich nicht aussuchen, Kommandeur. Wenn Bangor einen Kampf will, einen Schritt nach dem anderen, tut jetzt nichts Unüberlegtes. Ja, aber wie will denn Bangor jetzt Jormok zähmen? Die Char sind doch schon jahrelang gegen ihn, oder die Noren gingen doch schon jahrelang gegen ihn in den Kampf. Wieso? Naja. Wie auch immer. Kretia? Konstrukte erschaffen sich ja nicht selbst. Sie sind das Werk kraftvoller Schamanen und die Flammenlegion arbeitet nicht mit Eis. Hier geschieht mehr als wir ahnen. Wir müssen vorsichtig sein, auch nachdem sich der Sturm verzogen hat. Meint ihr, Bangor arbeitet außer mit den Abtrünnigen sonst noch mit jemandem zusammen? Das habe ich nicht gesagt. Wenn wir Bangor finden, werde ich eine klare Antwort bekommen, aber es ist schon genug spekuliert worden. Haltet ihr Bangor noch immer für unschuldig, nach allem, was ihr gehört habt? Ich glaube, er ist schon länger Imperator einer Legion, als wir beide am Leben sind. Er hat für uns immer das getan, was er für das Beste hielt. Und wir haben davon profitiert. Das ist eine Tatsache. Er führt eine Gruppe von Abtrünnigen an. Auch das ist eine Tatsache. Könnte sein, dass die Abtrünnigen ihm falsche Informationen gegeben haben. Ich brauche Antworten. Aber er ist mein Imperator. Das steht nicht zur Debatte. Vielleicht ist er nicht der Anführer, für den ihr ihn gehalten habt. Das macht ihn nicht unbedingt zum Schurken, ganz wie du meinst. So, Ephraim. Hätte nicht erwartet, dass es leicht sein würde, Buße zu tun, aber damit habe ich nie gerechnet. Niemand wäre euch böse, wenn ihr eure Jungen nehmt und gingt. Vor einem Kampf laufen wir nicht davon. Eins hat Bangor richtig verstanden. Wenn wir zusammenkommen, sind wir Char stärker. Moment. Okay, weiter. Was ich zu Kretia sagte, war ernst gemeint. Es ist schon lange an der Zeit, dass die Flammenlegion in den Schoß der Char zurückkehrt. Smoother. Keine Angst, Kommandeur, ich habe Erfahrung im Niederschlagen von Aufständen. Keine Ahnung, was an Bangor und seinem Verräterpack anders sein sollte. Zweifellos, aber Imperator, vielleicht solltet ihr mit einem Bein in der Heimat bleiben. Ja, da habt ihr recht. Es wird Zeit, die Befehlsgewalt wieder zu erlangen und dieser Botschaft zuvorzukommen. Trotz Bangors Entschlossenheit, das Gegenteil zu beweisen, bewerkstelligen Char mehr als nur Kriege. Versuchen wir, dafür zu sorgen, dass es auch so bleibt. Malice Schwertschatten, wie ich schon sagte, Krakatoriks Tod hat eine Lücke hinterlassen, die mit Furcht vor der nächsten Bedrohung gefüllt werden muss. Bangor war strategisch genug, um den Vorteil dieser Furcht zu nutzen. Wo werdet ihr eure Spione jetzt hinschicken? Wir brauchen Infos darüber, wie lange Bangor schon diese Art von Verbindung mit den Abtrünnigen hat und wie weitreichend seine Pläne sind. Ihr wisst also auch nicht, womit wir als nächstes rechnen können? Ich weiß, dass solche Unruhen ein Kräftevakuum hinterlassen. Von manchen ist bekannt, dass sie diese Art von Vorteil ausnutzen. Smoother, schon klar. Halten wir die Augen offen. Marjorie. Es geht nicht bloß um irgendwelche Char-Politik. Hier sind Verkäufer von überall her. Die Kunde wird sich verbreiten. Ein Imperator, der Abtrünnige anführt. Das ist doch Öl fürs Feuer der Separatisten. Ich schätze, wenn man hofft, der Schnee verlangsame die Gerüchte, hofft man zu viel. Optimismus, Kommandeur. Kasmir kann Logan berichten, was sich hier zugetragen hat. Er wird in der Lage sein, die etwas unberechenbaren Fraktionen der Menschen stillzuhalten, während wir Bangor folgen. Seht mal, ob sie es schafft, Malice und ihn dazu zu bringen, Informationen miteinander zu teilen. Könnte schwer zu vermitteln sein, würde aber genügen. Wir, die Menschen, die Char und allen anderen, müssen wieder zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass dieses Pulverfass nicht hochgeht. Da habt ihr recht. Und zu guter Letzt, der Braham. Dumm, so dumm. Ich bin für diesen Bogen verantwortlich und ich habe ihm das Ding direkt in die Hände gespielt. War das der einzige Grund, warum Ryland mit mir gesprochen hat? Macht euch keine Sorgen, Braham, den Bogen bekommen wir auch
bekommen wir auch zurück. So. Er weiß, dass ich ihn benutzt habe, um den Fangzahn der Schlange zu zerbrechen. Ich frage mich, ob Bangor glaubt, sie könnten Yarmak einschüchtern, dass er mitmacht. Er wäre nicht der Erste, der versucht, Yarmaks Kraft für sich zu gewinnen. Ja, die Söhne Svanias kanalisieren Yarmaks Kraft schon lange. Aber sie hat ihren Preis. Yarmak ist ja auch kein Werkzeug. Oder irgendein Schoßtier. Aurin auch nicht, wie ich Bangor gesagt habe. Mehrmals. Ihr müsst doch wissen, dass eure Verbindung zu Aurin eine Art Wunder ist. Bangor hat das gesehen. Und jetzt will er es selber haben. Großartig. Jawohl, und damit würde ich sagen, beenden wir auch die Episode durch Blut gebunden. Ja, unseren neuen Hauptgegner haben wir ja jetzt wohl schneller gefunden als gedacht. Und da das jetzt ja nur der Prolog war, bin ich auf jeden Fall gespannt, was jetzt kommt. Es wird auf jeden Fall in den Zittergipfeln weitergehen. Und ja, wie wir es im Trailer auch schon gesehen und gehört haben, wird es da auch die erste Beherrschung mit den Raben geben und so weiter und so fort. Und ja, ich bin auf jeden Fall extrem gespannt und freue mich auf die nächste Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Feedback da und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!